Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom, was? Wo ist unser Dorf, fragt ihr euch? Wo ist unsere Stadt? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und guck mal, Geld, wow. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe noch nicht angefangen zu reden und ich werde auch nicht viel drüber reden. Kingdom hat ein Update bekommen, das Menü ist anders, das Menü ist besser, ja, auf jeden Fall, aber es hat mein Save State gelöscht, überschrieben, keine Ahnung, kann ich nicht mehr öffnen. Was ich sehr kacke finde. Ich wollte jetzt für Berlin vorproduzieren, wie manche von euch wissen. Ich fahre nach Berlin und dafür muss ich ein bisschen vorproduzieren. Und es ist sehr blöd, dass ich nicht mehr vorproduzieren kann. Ich kann nicht vorproduzieren, doch, ich kann Quatsch. Ich kann Kingdom nicht weiterspielen. Warum? Naja, seht ihr ja selber. Wir müssen von vorne anfangen. Das nutze ich jetzt einfach mal, die Chance. Die rennen auch super cool dahin jetzt. Tatsächlich ist das auch neu im Update, dass die super schnell zu den Münzen hinrennen. Was neu ist, werden wir so ein bisschen erleben. Warte mal, was ist, wenn ich hier hindroppe? Guck mal, dann rennen die da schon so, meine Münze, geil. Und der kriegt jetzt keine. Es tut mir leid für dich, dass du keine Münze bekommst. Aber naja, wir werden von vorne spielen müssen. Wir sind nicht gestorben. Wir müssen einfach nur von vorne spielen, was ich persönlich ein bisschen blöd finde. Ich wollte ursprünglich zu dem Punkt spielen, bei dem wir schon waren. Und von dann halt einfach weiterspielen. Geht halt nur leider nicht, weil ich keine Zeit habe, zu dem Punkt zu spielen, wo wir schon waren. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze einfach nochmal neu zu machen. Kingdom ist ja sowieso kein ultralanges Spiel. Von daher wird es mit Sicherheit den ein oder anderen Freund euch freuen. Und wir können mit Sicherheit Sachen gut machen, die wir beim letzten Mal verkackt haben oder halt nicht so gut gemacht haben. Zuerst, was ich machen will, ich möchte mal ein bisschen nach links erkunden, während die Sonne jetzt so hoch am Horizont steht. Und wir noch ein bisschen was Zeit haben. Hier ist übrigens das Kingdom, der Kingdom-Schriftzug. Der geht kaputt. Das ist auch neu. Holy fuckeroni. Oder war das jetzt, weil wir bei Kingdom weitergereitet sind? Mal gucken, was alles neu ist. Mal gucken, wo die Dörfer sind. Mal gucken, wo generell überhaupt irgendwas ist. Guck mal, da laufen die schon rum. Den gebe ich mal ganz kurz. Ah, guck mal, da sind sogar drei Leute. Krass, drei Leute an einem Dorf. Das ist auch neu. Hier haben wir eine Statue. Das ist auch cool, dass hier die Statue ist. Die müssen wir uns mal merken. Da ist auch noch ein Dorf. Okay. Und ganz weit links irgendwann kommt natürlich das Portal. Ich denke mal, wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Hier ist noch ein Pferd. Okay, das ist komplett neu. Das gab es vorher, glaube ich, noch gar nicht. Mich wird... Oh, oh. Wenn wir jetzt natürlich abkacken, dann sind wir natürlich instant tot. Okay. Die Krone haben wir wieder bekommen. Wir müssen jetzt nur laufen und die Krone nicht schon wieder abgenommen bekommen. Das wäre blöd. Ich weiß nicht, warum der kleine Stinker da gerade angekommen ist. Aber anscheinend gibt es viel Neues im neuen Kingdom, beziehungsweise im neuen Update von Kingdom. 1.2 ist es, glaube ich. Hat man auch gerade eben noch im Menü gesehen. Warum kam der kleine Stinker jetzt? Ich meine, Nacht ist es ja noch nicht, oder? Werden wir spätestens dann sehen, wenn ich wieder an der Butze bin. Also in unserem kleinen Lager, das... Naja, wir noch ordentlich ausbauen müssen. Ich werde es aber so halten wie bei den anderen Folgen auch. Das heißt, wir spielen bis Nacht 5 und danach, ja doch, wir haben Nacht durchaus. Das sieht sehr dunkel aus. Bis Nacht 5 und danach ist gut mit der Folge. Danach kommt die nächste Folge und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles schon, ist ja jetzt nichts Neues, ne? Also, so machen wir dort. Habt ihr echt keine Münze bekommen? Holy crap. Okay, dann halt keine Münze für mich. Hm. Dann müssen wir warten. Wir haben nämlich noch neue Leute, die ausgebildet werden müssen. Wahrscheinlich kommen jetzt auch noch die kleinen Stinkies an, oder? Von links. Da kam nämlich, ja, guck mal, da ist er schon. Ah, doch, Münzen. Aha. Wollte gerade sagen. Dann holen wir uns mal einen Hammertyp. Und, oh, da werden wir schon, da ist schon einer von uns ganz kurz umgeschnitzelt worden. Holen wir uns mal einen Hammertyp und noch einen Bogentyp. Und diesmal kamen die auch von beiden Seiten, ne? Ah ja, ich glaube, es ist viel anders. Also, auf jeden Fall ein bisschen was. Bin ich mal gespannt. Wir müssen auf jeden Fall den Schrein finden, der es uns ermöglicht, auch Steinwände zu bauen und so. Tag Nummer 2. Wir haben den ersten Tag also geschmeidig überlegt. Hier sind es überlegt. Überlebt. Hier sind Münzen drin, das ist schon mal gut. Und ich werde es einfach mal straight hier ausbauen. Und nee, straight werde ich erstmal neue Leute anheuern und nach rechts reiten und gucken, was da so alles ist. Du bist angeheuert, du bist angeheuert. So, zwei Leute haben wir schon mal, drei Leute können wir noch. Mal gucken, was denn da so alles auf der rechten Seite kommt. Du bist ebenfalls angeheuert. Du auch. Dich würde ich gerne bezahlen, aber du kostest 4 Münzen. Das hat sich nicht geändert. Habe ich nur mal kurz nachgeschaut. Und mal gucken, ob wir auf der rechten Seite dann den Schrein entdecken, den wir so begehren. So, du bist auch angeheuert. Mehr Zeug haben wir aber nicht. So, was ist denn hier?
Einfach mal eine Schatztruhe. Ja, damit kann ich leben. Sehr nice. Das ist auch neu, oder? Das ist nicht neu. Das, da sollten wir uns von fernhalten. So. Auf der rechten Seite ist das Portal jedenfalls, das Upgrade für die Mauern jedenfalls nicht. Meine Frage ist jetzt gerade, brauchen wir das überhaupt? Und du bist auf jeden Fall gekauft. So. Weil, ganz ehrlich, den ganz am Anfang zu benutzen ist eigentlich schon gut. Später, wenn man so viel Geld hat, dass man nicht mehr weiß, wohin damit, ist egal. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir neue Leute anheuern, dass wir neue Waffen haben, dass wir unsere Burg ausbauen auf jeden Fall halt auch und dass wir, ja, uns erweitern. Aber das erst zu einem späteren Zeitpunkt. Bis jetzt ist erstmal nur wichtig, dass wir überhaupt am Start sind und nicht direkt insta sterben. Ich würde gerne das Pferd kaufen, um ehrlich zu sein. Ich kaufe mal noch einen Pfeil und gucke mal. Die laufen direkt alle hin. Arbeit! Okay. Du hast Münzen für mich, hast du auch Münzen für mich? Man muss jetzt anscheinend langsamer da vorbeireiten, was ich nicht unbedingt gut finde. So, das hier wird ausgebaut und dann kann man hier vielleicht noch einen Turm bauen. Dann gucken wir mal, was das denn hier alles so gibt. Ne? Ein bisschen wollen wir auch gucken, dass wir nicht instant sterben, ne? Okay. Nacht Nummer 2 wird, denke ich mal, auch noch gut machbar sein. Können wir hier vorbeireiten. Vielleicht haben die ja noch ein bisschen Kohle für uns. So, komm, das Ding triffst du aber. Komm hier. Nice. Du Otto. Hättest du locker treffen können. Bin ich da zu weit geritten? Weiß ich nicht. So. Ich kaufe mir jetzt nochmal einen weiteren Bogenschützen. So, der kann direkt anfangen. Der wartet da auch schon vorher. Geil, Bogenschütze. Und dann schauen wir mal, dass wir auch die Nacht Nummer 2 überleben. Oh, mich stört das wirklich, dass man nicht gefragt wird irgendwie, willst du deinen Spielstand überschreiben oder sowas? Wenigstens halt, dass man vorgewarnt wird von wegen, ja, hör mal, da kommt eine neue Version. Alles, was du bis jetzt gemacht hast, verschwindet so ein bisschen, ne? Weißt du, das wäre halt cool gewesen. Oder dass man manuell updaten kann oder so, dass nicht einfach so plötzlich der Save State weg ist. Das hat mich dann doch gerade sehr gestört. Das kann man schon ausbauen. Konnte man das, ja, das konnte man, glaube ich, noch weiter ausbauen, aber irgendwann ist halt der Punkt gekommen, wo man das nicht mehr weiter ausbauen kann, ohne das Steinding freigeschaltet zu haben. Jetzt aber erstmal Looky-Looky machen, wo denn die Gegner ankommen. Noch ist unsere Base ja sehr überschaubar, später wird das deutlich anders sein. So, und auch, ganz wichtige Frage, was bringt... Oh, guck mal. Der da wollte gerade noch in unsere Base kommen, wurde aber aufgehalten. Was bringst du uns, Pfeile? Nein, der bringt uns Hämmer, das ist nicht so geil. Ich hätte gerne Pfeile, du netter Mensch. Okay, essen wir da mal was von dem Gras. Okay, der bringt uns Hämmer. Das heißt, wir haben Hämmerbrüder schon mal mehr als genug. Kann ich dich anheuern? Ich habe kein Geld. Also nein. Das ist blöd. Wir brauchen Geld und zwar nicht zu wenig. So, jetzt haben wir natürlich schon mal wieder einen, der einen Hammer hat. Also wir haben jetzt zu viele Hämmertypis. Und der Esel ist jetzt entladen von dem Typen, ne? Ist das auch neu? Tag Numeros 3. Dann öffnen wir mal ganz kurz unsere Truhe mit den Einnahmen für den Tag oder für die Nacht. Weiß ich, wovon das Geld kommt. Das ist mir auch egal, hör mal. Hauptsache ich habe das Geld. So, wir reiten jetzt erstmal entlang. Und zwar in diese Richtung. Und zwar komplett durch, ohne was auszugeben. Denn ich möchte zuerst erstmal, warte mal, wie viele Münzen habe ich? Das kann man jetzt, glaube ich, auch nachgucken. 1, 2, 3, 4 und 5. Das heißt, ich glaube... Nee, ich reite erstmal, ohne was auszugeben. Eine Münze gebe ich aus, weil ich glaube, dass es 4 kostet. Ich glaube, dass es 3 kostet. Aber es könnte auch 5 kosten. Ich gehe erstmal, ohne was auszugeben. Hier ist sowieso kein Typ. Doch, 2 Stück. Egal. Ich ignoriere euch erstmal. So. Pferd ist schon erschöpft. Ist mir egal. Muss weiterreiten. Was das ist hier, das ist auch so eine Gedöns. Ganz ehrlich, was ist das? Das ist auch neu, glaube ich, ne? Ich meine, so ähnliche Statuen hatten wir ja schon mal. Einmal für Bogen, einmal für Hammer. Aber das da schien dann doch neu. So, reiten wir erstmal weiter. Und holen uns vielleicht das Pferd. Ist das ein schnelleres Pferd einfach nur? Weißt du was? Gebe ich mal aus hier. Zack. Ist es schneller? Hält das länger durch? Hier ist der Schrein. Scheiße. Ja, okay. Ich brauche 7 Münzen. Von daher geht das schon fit. Ich weiß jetzt nicht, ob das Pferd schneller ist oder nicht. Ich habe mal Pferd getauscht. Mal gucken, was das macht. Und da ist dann quasi uninteressant. So. Die Portale sehen aber, glaube ich, auch neu aus. Wir werden jetzt erstmal wieder zurückreiten mit unserem schwarzen Pferd. Können wir das wieder zurücktauschen? Ja, für 3 Münzen. Also macht das wahrscheinlich überhaupt nichts, dass wir jetzt 3 Münzen für ein neues Pferd ausgegeben haben, was wahrscheinlich nichts anderes macht.
Außer anders sein. Wie viele Münzen? Okay, das sieht man da gar nicht. Naja, das neue Menü ist schön. Aber der Safe-State ist weg. Ist doof. Okay. Du bist angeheuert. So. Und du auch. Könnt beide direkt herkommen. Oder war das schon das ganz rechte Dorf? Ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt noch eins, oder? Das wäre dann eher dämlich gewesen, weil wir dann lieber von da Leute angeheuert haben sollten, tun. Nee, das war nicht das ganz rechte Dorf. Das war schon... Doch, das war das ganz rechte Dorf. Da kommt keins weiter rechts mehr. Das wollte ich sagen. Ich habe das Gefühl, das Vieh kann länger rennen. Kann ich mir aber auch nur einbilden, weil ich einfach mein Geld nicht verschwendet haben will. Glaube ich aber schon. Ich glaube aber schon, dass es viel länger rennen kann. Bin ich mir aber nicht sicher. So, wir brauchen Bögen. Und zwar nicht zu wenig. Deswegen gucke ich mal hier, ob meine treuen Bogenschützen auf dieser Seite etwas haben. Und das haben sie in der Tat. Und zwar gar nicht mal wenig. Holy crap, das ist schon eigentlich ganz schön gut. Deswegen werde ich das mal in neue Bögen investieren. Und einer unserer Wände auch schon upgraden. Oh, und die kommen sogar zurück ins Lager gerannt, sobald es Nacht wird. Vielleicht wurde auch die KI verbessert. Das fände ich doch mal geil. So, dass die immer zu der Seite rennen, wo gerade die Action geht. Das wäre mega geil. Weil das hat mich vorher immer gestört, dass rechts hier ging die Action, hier kamen die ganzen Viecher an und die Typen sind einfach links stehen geblieben und dachten sich, juckt mich eher nicht so. Okay. Mal schauen, ob sich das geändert hat. Aktuell sehe ich noch nirgendwo fette Action. Doch, hier kommt jetzt fette Action. Mal gucken, ob die Leute von drüben rüberkommen. Aber aktuell braucht es das halt nicht. Oder kommen die jetzt immer von beiden Seiten? Das könnte natürlich auch sein. Dann hätte man dieses, obwohl, die haben sich ja auch ungleich verteilt auf die Seiten, ne? Das war ja auch so kacke. Jetzt haben wir viel zu viele Bilder, ey. Dann werden wir nochmal ein paar Bogen... wir haben ja noch zwei Bögen am Start, okay. Das heißt, wir müssen primär jetzt erstmal auch neue Leute anstellen, um halt Geld zu bekommen. Um dann halt wieder mehr auszugeben, um dann wieder mehr Geld zu bekommen und so weiter und so fort, kennt man ja. Ich glaube, man kommt recht gut durch die fünfte Nacht, wenn man voll Holz ausgebaut ist und ein paar Leute am Start hat. Weil die erste Nacht ist jetzt, also die erste große Nacht, die erste Fünfernacht, ist jetzt noch nicht so mega krass. Die kann man schon noch gut machen, finde ich. So, du bist erstmal am Stüssel und du bist erstmal am Stüssel. Oh, es hat laut gerade auf den Ohren. Und was ist das denn? Hier ist ein goldenes Reh, hör mal. So, ihr beide seid auch mal am Stüssel. Und dann reiten wir jetzt mal wieder ganz elegant zurück. Wir haben vier neue Leute. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir sind gut gerüstet. Welcher Tag ist heute? Heute ist Tag 4. Dann sollten wir gut durchkommen, finde ich. Ja, ich glaube, ich werde trotzdem noch auf Stein gehen, bevor die Nacht der Nächte kommt. Ein Ding hiervon müssen wir holen. Wir haben zwei Münzen. Wir brauchen halt also noch fünf. Die bringen hier irgendwie gar nichts von der linken Seite irgendwie, ne? Weil hier aber auch kein Wald ist so wirklich. Ich glaube, hier fängt das mit den Tieren erst an. Ja, das könnte sein, dass die Tiere erst so im Wald am Start sind. Boah, es hat laut gerade auf den Ohren, ey. Holy Macaroni. Entschuldigung. Ihr hört das nicht so laut. Ich pegel das für euch natürlich selbstverständlich runter. Das ist doch ganz klar, meine Freunde. Okay, pass auf. Holen wir uns noch einen neuen Bogen. Und schauen dann erstmal, wenn die Leute ankommen, dass die Leute gut am Start sind. So. Also, dass die Leute versorgt sind mit Jobs. Jetzt heißt es primär warten erstmal, bis die nächste Nacht wieder am Start ist, beziehungsweise bis wir ein bisschen Geld haben. Denn davon brauchen wir jetzt eine ganze Menge eigentlich. Wobei grundsätzlich... Ah, nee, falsche Station. Nee, ich rüste erstmal noch neue Bogen auf. Bögen. Weil da müssten ja jetzt gleich irgendwann die ganzen Leute von drüben noch, also die zwei Leute von ganz drüben noch kommen. Oder die sind schon da. Ja, die müssen schon da sein. So weit ist es ja nicht. Geil ist es auf jeden Fall, dass wir hier zwei Dörfer direkt instant nebeneinander haben. Wir können echt mal ganz kurz hingehen und pro Tag vier easy neue Leute holen. Das war beim letzten Mal fast genauso, glaube ich, oder? So, dafür haben wir jetzt noch nicht die passende Münzanzahl dabei. Wir könnten durchaus hier noch ein bisschen was machen, aber ich bin eher dafür, dass wir erstmal ein bisschen warten, ein bisschen gucken, ein bisschen beobachten. Und ich glaube, unser Typi hat, doch, der hat wohl ein Bein. Ich dachte gerade, er, oder, oh, ein Fuß. Ich dachte, er hätte gerade keinen Fuß. Wir spielen auch einen Typen, keine Ahnung warum. Das her. Sieht schon ein bisschen lustig aus. So, haha, Reh wurde erschossen. Sehr geil, haben wir gut zu uns in die Base gelockt.
Und dann gucken wir mal auf der rechten Seite, was da so geht. Habt ihr irgendwie irgendwas für mich? Zwei Münzen ist schon eher eine spärliche Ausbeute. Es ist Nacht, ihr geht also wieder rein. Das ist okay. Drei Münzen haben wir jetzt. Ich weiß halt echt noch nicht, was wir machen sollten am besten, um gut klarzukommen. Ich bin fast geneigt, echt nur neue Leute zu holen und dann danach in der Nacht, im nächsten Zyklus, dann die Türme und alles zu verbessern, zu erweitern. Weil jetzt wird es ja noch nicht so das Problem sein. Huiuiui, da musste ich ganz kurz... Warum ist es jetzt... Wo ist der Ingame-Sound? Sind meine Sekunde. Huiuiui, kleine Insights bei mir. Ich habe gerade ein Telefongespräch empfangen. Habe dann kurz die Aufnahme unterbrochen, beziehungsweise geschnitten. Und als ich wieder zurückgekommen bin, war mein Headset leer. Naja, jetzt ist aber alles wieder tutti und wir können weiterspielen. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Truhe, die da erscheint. Wir haben nämlich die große fünfte Nacht noch vor uns. Mal schauen, ob wir die gut überstehen. Da bin ich echt gespannt drauf. Und ich warte immer noch auf die Kiste und ich will auch ganz viel Gold haben für die Kiste. Gib mir Gold. Gold! Habt ihr vielleicht noch Geld für mich? Hallo? Oh, tatsächlich. Geil. Schankerlün. So. Da ist die Kiste erschienen. Da können wir uns auch noch ganz viel Geld rausholen. Und, ich weiß nicht, ob wir das... Ich glaube, ich investiere es halt wirklich in Personen und nicht in die fetten Mauern. Weil ich glaube, dass es jetzt erstmal der bessere Weg ist. Ist hier einer? Hier ist nur einer. Gut, dann können wir hier vielleicht auch noch einen abgreifen. Dann reiten wir direkt nach rechts, weil da gibt es auch noch ein paar Leute abzugreifen. So, du gehst auch noch. Und dann nach... Ach, nach links meine ich nicht. Nach rechts. Rechts sind wir gerade. Hier auch noch direkt ein neuer. Geil. Direkt gespawnt. Und dann gucken wir auch, dass wir genug Bogenschützen-Ausrüstungen da haben. Ich wollte zuerst genug Bogenschützen sagen, aber das ist ja Quatsch. Hier erstmal mal ganz kurz. Nom nom nom. Also unser Pferd. Wir nicht. Ich habe aber Hunger. Naja, Pech gehabt. Und dann reiten wir weiter nach links und gucken, ob wir da noch das Dorf erreichen, bevor es Nacht wird. Das werden wir auf jeden Fall, denn das Dorf ist nicht so weit weg. So, einfach mal meine professionelle Meinung. Warte mal, wie viele Münzen haben wir denn? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Es reicht also auch nicht, um den Steinschrein überhaupt zu aktivieren. Also gehen wir wirklich nur hier hin, heuern vielleicht, ja, zwei Typen sind hier. Okay, die heuern wir an. Weiter nach links gehen wir nicht, weil ich glaube, das lohnt sich nicht mehr, weil die brauchen viel zu lange, um zu unserem Dorf zu kommen. Dann kaufen wir jetzt lieber für den Rest unseres Goldes, müsste noch vier sein, ein paar Bögen für die Bogenschützen, damit wir Bogenschützen haben, die die Bögen benutzen. So. Ich glaube, das macht Sinn. Und dann, ja, vielleicht können wir auch noch den einen oder anderen Turm bei uns ausbauen. Ich weiß nicht, wie wir beim letzten Mal vorgegangen sind. Aber Sonnenturm könnten wir auch ausbauen für, also zumindest einen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon Sinn macht. Aber wir könnten auch unser Lagerfeuer... Wie bauen wir unser Lagerfeuer aus? Das ist vielleicht auch eine Idee. Jetzt haben wir hier so ein Bannerchen. So, ein schönes Bannerchen. Und jetzt müssen wir nur noch warten quasi. Auf die... Obwohl, wir haben so viel Kohle bekommen gerade. Dann bauen wir doch mal... Komm, bauen wir mal einen Turm aus. Bauen wir den Turm mal aus. Und dann haben wir hier... Zwei Stück kommen direkt angerannt. So, voll geil eigentlich. Dann bauen wir den Turm direkt mal aus und gucken... dass wir dort immer eine gute Verteidigungslinie haben. Ich hätte gerne noch 5 Münzen für die andere Seite, bin ich ganz ehrlich. Oh, da ist es schon fertig, aller geil. Jetzt haben wir hier oben direkt einen Bogenschützen, der direkt von da aus sagen kann, alles klar, ich bin der Bogenschütze. Und jetzt müsste schon Nacht Nummer 5 sein, das heißt, jetzt haben wir entweder hart verkackt oder wir kommen klar. Ich hoffe ja immer noch auf wir kommen klar. Aber ich weiß es nicht. So, hier die neue Zugänge kommen hier schon angerannt, geil. Und dann müsste hier, oh oh. Die Nacht ist eingebrochen. Nacht Nummer ist doch Nacht 5, ne? Ja, ist Nacht 5. Oh, oh. Kann ich oh, oh sagen? Ja, kann ich. So. Bin gespannt, wie wir das jetzt reißen wollen. Und von welcher Seite die Viecher kommen. Vielleicht auch ganz interessanter Gedanke. Kommen die von links? Kommen die von rechts? Kommen die von geradeaus? Weiß ich nicht. Ich schätze von rechts. Also nicht von hier. Okay, sie kommen von links. Never mind. Oder von beiden Seiten. Das weiß ich nicht. Weil es ist logisch, dass sie von links angreifen, wenn wir rechts gerade geupdatet haben irgendwie. Also ausgebaut. Scheint tatsächlich, dass sie wirklich nur von links kommen. War es das schon? War das Nacht Nummer 5? Serious?
Ist Nacht Nummer 5 nichts Besonderes mehr? Sind das jetzt andere Nächte? Ist Nacht Nummer 10 erst besonders? Kingdom hat sich wirklich verändert. Vielleicht ist das ganze Prinzip von wegen alle 5 Nächte kommt eine krasse Nacht. Vielleicht stimmt das nicht mehr. Erstmal essen. Vielleicht stimmt das nicht mehr. Vielleicht ist das jetzt ein anderes Prinzip. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt bei Tag Nummer 6. Das heißt aber trotzdem, dass diese Folge sich dem Ende und jetzt regnet's. Vielleicht ist auch Tag Nummer 6 der böse Tag. Wissen wir nicht. Finden wir nächste Folge raus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn unser Safe State leider weg ist. Ich brüste jetzt nochmal das Ding hier aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.